kein Entkommen. Abgeschlossen. Sehr schön. Ein anderer Weg. Hey, Mr. Negative wurde angeblich beim Feast in Chinatown gesehen. Aber nichts von Miles. Glaubst du... Miles geht es gut. Wir suchen nach ihm. Finde Lee. Miles muss auch dort sein. Er muss einfach. Ich seh's mir an. Wenn er Miles auch nur ein Haar gekrümmt hat. Miles ist immer noch verschwunden. Verdammt. Hallo? Hier ist Dr. Connors. Na? Sorry, Harry hat mir ihre Nummer gegeben. Es ist nur... Bitte. Kommen Sie zurück ins Labor. Wir müssen diesen Symbionten entfernen. Seine Herrschaft über Ihren Geist wird nur immer stärker werden. Hab zu tun. Keiner hört zu. Aber mit diesem Spider-Man, der ich jetzt bin, bin ich mächtiger als jemals zuvor. Gott nochmal, diese Bastarde. Niemand weiß, wie mächtig ich mittlerweile bin. Und diesen verdammten in den Arsch treten kann. Oh. Ja, Sie sehen, sehen Sie. Die Unwürdigen. Ja, unwürdig, die jetzt in den Knast. Oh. Oh. Glückstreffer. Wow. Auch ein Glückstreffer. Oh. Auch ein Glückstreffer. Wow, das sind wir getroffen. Voll blöde Kuh. Und? Freut euch, dass ihr noch laufen könnt. Genau. Ihr denkt wirklich, ihr könnt mich aufhalten? Nein. Die Welt braucht einen mächtigeren Spider-Man. Um die Schwachen zu schützen. Und um die Bösen in den Rollstuhl zu bringen. Oh mein Gott, was ist das denn? Verdammt, dieser Mr. Negative. Ja. Und zack. Na gut, Mr. Negative. Dann hoffentlich, dass der Kampf für dich nicht negativ ausgehen wird. Ah, tut mir leid, dieser Wortwitz musste leider sein. Okay. Auf zur. Auf geht's. Ich habe das Beste von mir hier gelassen. Ich suche keinen Streit. Craven hält den anderen Spider-Man in einer alten Villa gefangen, östlich der Stadt. Er hat mich gerettet. Ich sollte dich suchen. Das war meine einzige Möglichkeit. Ich verdanke ihm mein Leben. Und noch viel mehr. Wenn wir schnell sind. Nein. Sie haben genug getan. Du solltest stolz sein. Er erinnert mich an dich. Erinnert ihn an mich? Er kennt mich nicht mal. Oder Miles. Ein bisschen Hilfe und schon ist er der Gute. Sobald Miles sicher ist, wandert Lee wieder in eine Zelle. Nicht jetzt, MJ. Schadet Spider-Man mehr, als er hilft? Und jetzt? Wer braucht jetzt Hilfe vom alten Spider-Man? Was soll an diesem neuen Spider-Man bitte so toll sein? Er kann nicht mal ein paar Jäger aufhalten. Sie haben die Stiftung zerstört. Mein Leben ruiniert. Ich verliere vielleicht Mays Haus wegen Ihnen und... Craven. Zu Befehl. Okay, Craven. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Ah, Zuschauer. Sehr schön. Lass die Party beginnen. Du bist tot, Craven. Oh, ein paar Jäger. Wie süß. Ob die kleine Spinne wohl überlebt?
Oh, wie süß, ein paar Jäger. Wo ist Spider-Man? Such ihn doch selbst. Ja, was? Findest du es einfach lustig? Ich verzieh mich. Na? Ich schieße. Wer will noch böse Sprüche machen? Er ist. Ja. Ah, ja. Und runter. Oh. Oh, du willst dich lustig, hä? Erreich räumen. Oh, wie süß. Eine richtige Armee. Weg mit dir. Und. Na, willst du auch einen Rollstuhl? Gerne. Und zack. Ihr wollt ihn mir nicht geben? Ich verprügel euch alle. Das Material sei unzerbrechlich. Aber ich glaube, alles lässt sich zerbrechen. Hältst dich noch zurück. Vielleicht fehlt dir die Motivation. Ein glorreiches Ende werden. Du hast meine Stadt zerstört. Du hast so viele Leute umgebracht. Das war ihr Schicksal. Und dies ist unseres. Ach ja. Haltet ihr euch zurück? Du hältst dich auch zurück, Craven. Komm. Lass alles hier! Sehr gut. Deine Anhänger verehren dich wie einen Gott. Doch du bist bloß ein sterbender alter Mann, der einen Ausweg sucht. Du weißt es also. Und dass ich nicht in einem Krankenbett sterben werde. Nur ein Würdiger darf meinen letzten Atemzug spüren. Reiß mich in Stücke. Und präsentiere der ganzen Stadt eine Heldentat. Ach ja? Hier, nimm das Scheißding zurück! Arschloch! Minen? Gut gemerkt. Jetzt, komm her! Zeig mir, wozu du hier, der Blöd! Mülltonne! Versteck dich nicht! Ich hoffe, du genießt das. Das nimmt kein gutes Ende für dich! Ich studiere meine Beute. Du bist agil. Intelligent. Gefühle sind deine Schwäche.
Ach ja. Lass dir die Macht. Nur nicht zum Absteigen. Yes. Ich werde dir zeigen, was ich kann. Fuck. Ja, oh Gott. Denken Sie, das hält mich auf? Scheiß Kackmin. Bin ich zu schnell für dich? Mach ruhig noch schneller. Du kannst gar nichts. Fang! Na los. Aua. Versteckst du deine Stärke vor mir? Du nennst mich einen sterbenden alten Mann. Lass mich los! Du Bastard! Du nennst mich einen sterbenden alten Mann. Und doch will ich hier. Auf! Oh Gott, hier Schmerzen! Zerschmettere meine Knochen zu Staub. Oh. Überlass meinen Körper den Maden und Feldmäusen. Klappe! Mehr! Komm wieder raus! Du kannst dich nicht verstecken! Nein, auf damit! Ich kann nicht! Töte mich! Dann hört das Leuten auf! Ich brauch mehr Abstand. Wo bist du? Oh, oh. Ein Idiot! Dann direkt vor dir. Hör auf mit der blöden Scheißglocke! Wir sind hier nicht in der Kirche, du Pisser! Ich reiß dich auseinander! Tu es! Oder ich häng dein Körper als Trophäe an meine Wand! Oh, jetzt kann er hier. Oh, fuck. Was? Nein, du Blödsinn! Wow.
Scheiße. Oh Gott. Nein! Fuck. Lass es raus! Jetzt reicht's hier mit deiner blöden Glocke. Du deine Stärke vor mir. Warum? Du nennst mich einen sterbenden alten Mann. Und doch bin ich hier. Halt die Klappe. Komm, zerschmettere meine Knochen zu Staub. Überlass meinen Körper den Maden und Feldmäusen. Klappe! Enthalt deine blöde Fresse, Mensch. Ich hab keine Netze. Auf! Ich hab keine Netze mehr. Nein! Ja, ich weiß. Oh, das knurrten Schmerzen. Oh. Du kannst nicht weglaufen! Ich reiß dich auseinander! Komm schon! Oder ich häng dein Körper als Trophäe an meine Wand! Wow! Aua! Diese Glocke! Ich kann meinen Anzug nicht nutzen! Komm! Hör auf! Scheiß Mini! Hörst du nicht drauf? So viele Jahre habe ich auf ein Raubtier gewartet, dass es schafft, mich zu besiegen. Genug geredet! Und dann fand ich die. Und du wirst es bereuen. Ganz sicher. Nein, werde ich nicht. Ich lasse keinen Gott über mein Schicksal entscheiden. Ja. Oh. Wow! Daneben geschmissen, du Vollpfosten! Wo ist er? Yes! Komm schon! Zu mir! Kannst du nicht selbst kämpfen? Nein, gar nicht. Ich bin... Reicht's mir. What's up? Kannst du nicht alle ein bisschen schmeißen? Na, Craven! Verlangsam! Siehst du alt aus? Lass ihn auf! Dieser Klang muss aufhören, sonst bin ich wehrlos! Mist. Ja. Wow. Au. Arschloch. Ja.
Ja, nimm das. Wundervoll. Aber du hältst dich immer noch zurück. Töte oder werde getötet. Was zum? Wow! Wow, Peter! Was tust du? Du bist im Weg, Miles! Ich hätte alles in Ordnung gebracht! Wie? Indem du ihn erwürgst? So sind wir nicht! Versuch nicht, mich zu belehren! Du bist es doch, der vor sein Problem wegläuft! Peter! Whoa. Ich wollte nur meine Familie beschützen, dich beschützen! Du bist nicht besser als ich! Das sag ich ja auch nicht! Du bist stärker als ein Anzug! Pete, hör nicht auf ihn! Und stattdessen soll ich auf dich hören? Ja, hör auf mich! Wo hast du solche Angst? Wow! Na, Pete, wie gefallen dir Schallwellen? Hör auf! Ich muss deine Schallwellen. Er ist zu stark, den schwarzen Anzug. Oh no! Scheiße! Pete, hör auf! Hör auf! Oh Gott! Da liegt ein paar Elektroschocks. Was ich will, ist dich zu retten. Ich bin der Held. Ich werde dich retten. Komm, hör doch auf, Pete. Wow. Warum tust du das? Ich hab dich erschaffen. Du verlangst alles mir. Ich weiß, du meinst das nicht so. Ich wollte nichts als alle zu retten. MJ. Nein! Jetzt glaubt die ganze Stadt, ich bin das Problem! Du bist doch auch das Problem! Aber das bin ich nicht! Doch! Gott, nochmal, Peter, da mal auf! Ist echt anstrengend geworden. Komm schon, gib auf! Du bist kein Mörder! Du bist ein Spider-Man wie ich! Vielleicht würde etwas Venom helfen. Ja! Wie schmeckt dir das, Spider-Man? Und was ist mit MJ? Du hättest sie töten können! Ich weiß, dass du leidest, Pete! Aber du bist besser als das! Ich weiß, aber... Nein!
Dring zu durch, Pete. Du bist nicht böse. Die Leute, die mir wichtig sind, sie sterben. Ich habe mir die Schuld gegeben. Sie brauchen einen Helden und hätte ich geglaubt, dass ein Anzug sie retten kann, könnte ich in deiner Lage sein. Aber solche Kräfte sind der Grund, warum sie tot sind. Nicht du, nicht ich. Sei still! Nein! Du bist besser, Peter! Nein. Das ist nur ein Anzug. Man ist die Zeit, ihn zu durchdringen. Reicht, Pete! Es ist genug! Der Anzug braucht einen Herr Dompennis. Wir müssen stärker sein als das. Dieses Mal musst du dich selbst retten. Ich kann nicht! Doch, du kannst! Los, hau drauf, Pete! Ich werde dich nicht verlieren. Schlag mich! Ich weiß, dass du es nicht willst, Pete. Und ich werde dir helfen. Ich werde dich nicht loslassen. Wir sind Freunde. Und Freunde sind füreinander da. Oh, fuck. Ich brauche diese verdammte Glocke wieder. Oh Gott. Ja, scheiße. Alter, ist so hart. Hilfe. Oh mein Gott. Leute, die mir wichtig sind, sie sterben. Ich habe ihnen die Schuld gegeben. Sie brauchen einen Helden und hätte ich geglaubt, dass ein Anzug sie retten kann, könnte ich in deiner Lage sein. Fuck. Aber solche Kräfte sind der Grund, warum sie tot sind. Nicht du, nicht ich. Sei still! Zwing mich nicht, die Glocke zu nutzen. Aua. Aua. Es reicht, Pete. Na, wie ist die Glocke, hä? Wir müssen stärker sein als das. Dieses Mal musst du dich selbst retten. Ich kann nicht! Du musst! Oh Gott. Ich werde dich nicht verlieren. Schon. Komm schon, Pete. Kämpf dagegen an. Komm schon, Pete, das ist nicht du. Ja. Komm schon. Konzentrier dich auf mich! Komm schon! Du bist stärker als das! Hörst du mich?
ab von mir! Tage. Miles, es tut mir leid. Vielen Dank für alles. Das tun Spider-Man. Spider-Man hat mich nicht gerettet, sondern Miles. Was jetzt? Ich muss mit Dr. Connors reden. Er weiß, wie man ihn vernichtet. Was ist mit Harry? Ich dachte, er braucht ihn. Sein Dad arbeitet an einem anderen Heilmittel. Und diesmal eins ohne Aliens. Also, wenn du mich brauchst, dann ruf einfach an. Sobald meine Mom weiß, dass ihr Sohn noch lebt. Okay. Schön, dich wieder zu haben, Mann. Ja, gut und böse ist ein schmaler Grat. Und man kann ihn schnell überschreiten.